Was wäre, wenn Son Goku und Raditz zur Erde geschickt worden wären? Teil 8. Son Gohan ging gegen die beiden Ozarus wieder auf Distanz. Nahkampf wäre zu gefährlich, da in den beiden viel zu viel Kraft steckt, als dass Son Gohan das überleben würde. Er wollte es nochmal mit einem Kamehameha probieren, doch er hat es gelassen. Und diese Technik konnte ihn in ihrer Verwandlung nichts anhaben und sie verbraucht zu viel Energie. Daher hatte er keine andere Wahl, als es weiter mit Worten zu versuchen. Versucht euch zu kontrollieren, ich bin es, euer Großvater, sagte Son Gohan. Erinnert euch, wir sind eine Familie, ihr beide seid Brüder, doch seine Worte trinken nicht durch. 5 Stunden später versuchte er es immer noch, aber immer noch kein Erfolg. Son Gohan war erschöpft, doch die Nacht war noch nicht vorbei. Er hatte genug und schrie laut, ich bin es, euer Großvater. Die beiden wurden still und bewegten sich nicht. Son Gohan dachte, endlich, es hat funktioniert. Doch die beiden gingen wieder mit einem Knurren auf ihn zu. Er versuchte es die restliche Nacht weiter, aber Erfolg hatte er leider keinen. Als die Nacht vorbei war, verwandelten die beiden sich zurück, aber aufgeben wollte Son Gohan nicht. Ein kleiner Erfolg konnte er in den Stunden ja erzielen. Nächsten Tag wollte er es noch einmal probieren, doch die beiden verwandelten sich nicht, da kein Vollmond war. Son Gohan wusste nun ganz genau, dass sie sich doch nur bei Vollmond verwandeln. Das wusste er ja nie so genau, da er es auch nie ausprobiert hatte. So musste er bis zum nächsten Vollmond abwarten. Dies hat natürlich einige Zeit gedauert, bis wieder einer war. So ging es einige Wochen später in Runde 3. Die beiden hatten sich wieder verwandelt und Son Gohan ging wieder auf Distanz. Wird Son Gohan dieses Mal Erfolg haben, da erfahrt ihr mehr im nächsten Teil. Ich hoffe, euch hat dieser Teil gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen rauf da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!